professional-grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy-to-use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners. So, und wir sind wieder da. Ich hoffe, der liebe Cookie ist auch wieder da. Ja. Der ist auch wieder da. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Knife Rounds hasse? Nein, noch nicht. Okay, wir sind in der Knife Round. Echt? Ja. Vielleicht auf der letzten Map für heute. Lassen wir uns überraschen. Das heißt aber pure Eskalation im Chat. Richtig eskalieren, feiern, Party machen. Für uns, für Cookie und für mich. Wir sind jetzt fast 13 Stunden online. Wir sind 13 Stunden online. Wenn du es so siehst, waren wir online gegangen, sind, wann wir wach waren. Sind wir 13 Stunden für euch da. Also wenn ihr das nicht feiert, was wir hier für euch tun, dann weiß ich auch nicht. Und ich befürchte ja schon das Schlimmste, wenn sie hier die Knife-Runde holen. Ich hoffe, dass das jetzt ein 16-14 für Spürhunde wird. Dann dritte Map Inferno mit 5 Overtime. 15 Overtime, ne? Ja, jawohl. Der erste auf Inferno. Ja, genau. Damit ich richtig tilte, wa? Damit ich hier einmal Venom mache, ne? So, und jetzt alte alle mal für Venom! Alte 4, nur bei dir. Schön in den Chat rein. Pass auf, jetzt mutet er sich. Was ist da los? Bewohner. So, schöne Shots da außen. Jetzt erstmal Abgang runter. Aber Impi ist schon da. Impi hat eigentlich eine gute Position da. Eigentlich auch nicht ganz Standard. Boah, stark von Impi. Der Fracking Overkill. Wo enden der? Unten am Fenster. Ach, stand aber nicht ganz im Eck, sondern so ein bisschen in den Schlitz reingeaimt. Da ist der obligatorische Molotov. Ja, den hat man lange nicht mehr gesehen. Der liegt da noch von den Bären aus dem letzten Match. So, 2 on 3. Spotlight aimt in Schacht irgendwie ebenfalls. Also es ist auf jeden Fall noch holbar für KR. 2 gegen 3 Situation, Taco mit Low AP. Und Prey weiß eigentlich, dass da oben jemand macht das so lang. Das ist gar nicht so dumm. Und das war eigentlich eine gute Idee von Prey, denn da hätte er das 1-on-1 gehabt mit Impi, aber Impi macht das da oben echt stark. Also da kannst du nichts sagen. Wieder Impi. Also schöne Runde von Impi. Sehr, sehr gut gespielt. Lange ausgeharrt, gutes Timing gehabt. Gefällt mir Raute sehr. Mal gucken, was KR jetzt in der Eco spielt. Einfach Halle drauf, gasen, Bombe legen und. Oh. Ja, geht runter mit Bombe, sehr schön. Ja, aber geht direkt nach, die wird er nicht legen können. Schön davon Faker hinterher. Und es ist nur noch mehr Regen, macht auch keinen Track mehr. 2-0. Also die Piste ist halt einfach richtig wichtig auf Nuke, als T zumindest. Dann hast du 3 Runden sicher, weißt du? Das ist, siehst du, glaube ich, nicht anders. Okay, du siehst es woanders. Ich hab dir gerade nicht zugehört, ich hab den Chat gelesen, tut mir leid. Wieder lustig da. Wie bitte? Ich hab dir gerade nicht zugehört, ich hab den Chat gelesen. So, MessTV, auch für dich nochmal eine wundervolle Ermahnung. Ne, wenn du ihr noch gerne weiter kommunizieren willst, dann auf einem anderen Niveau. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, ob ihr morgen alle schlecht geschissen habt oder so, oder? Ich hab keine Ahnung. Was hat Nering jetzt schon wieder gemacht? Ist er in den Molo gesprungen oder was? Nee, er hat einfach Overkill, aus dem Molo rausgesprungen ist, angeschossen. Achso, ja, stark. Schöne HE, ich glaube ich eigentlich. Ich glaube, das wird ziemlich schwer gegen Spürhunde. Wenn die TT stehen. Schöner Front, Tato und P zusammen, sehr, sehr stark.
Und jetzt auf geht's in die erste. Oh, falls das sie. Das war die Windows-Taste. Die erste Buy-Round für Team KR. Gucken, ob sie jetzt irgendwas besser machen. Ja, eben haben wir ja gesagt, es sah nicht so gut aus, aber eben haben sie auch den Fehler gemacht, dass sie viel zu wenig über Außen gespielt haben. Das haben wir ja, glaube ich, auch gut analysiert. Analysiert. Und diesmal machen sie es aber. Diesmal bin ich selber aufgekommen. Und gut, ja, jetzt gerade das richtig schön weggenommen von Taco. Von der Main. Ne, von der vom Faker. Faker, so. Okay, das ist aber auch Overkill. Netter Schuss. Ja, Redfield, auch gut. Der Headshot, das ist der Wahnsinn. Gegen zwei. Beide unten. Beide wollen es über den Schacht probieren. Ja, geht ja gar nicht mehr anders fast. Aber es wird keiner. Ich würde speichern also, gehen. Redfield guckt nicht so wirklich. Ja, gut, jetzt muss er es wissen. Das ist schwer. Das sieht immer so einfach aus dazu. Das ist gar nicht so einfach, wenn du als Taylor stehst. Nee. Redfield macht das gut. Ja, gute Hits. Spotlight. Auch schöne Flash dagegen Spotlight. Oh, das wird die M4. Die heilige M4. Overkill macht den Frag. Erste Runde für Team KA. Komischerweise wieder, wenn sie über Außen spielen. Ich verstehe das nicht. Also. Meistens Teams haben halt außen eine ziemlich große Schwachstelle. Aber wenn du da keine gute AWP stehen hast, dann ist da halt auch wieder vorbei. Oder jemanden, der wirklich nur ansagt, aber nicht wirklich facen geht. Aber außen ist halt auch wirklich einfach bockschwer zu spielen. Also es ist egal, ja, wie gut du bist. Das ist, ich fand's on Source zum Beispiel vieles einfacher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es wirklich der Abgang. Der neue, der es da ein bisschen schwerer macht für den CT. Weil sie können ja wirklich schnell durch. Ich bin froh, dass ich nicht mehr außen decke bei uns. Ja, ich glaube, mein Team ist auch froh darüber. Glaube ich auch. Davon Gerdes, sehr schön. Der Ring macht den Frack in der Halle, sehr schön. Jetzt wieder 3-on-3-Situation hier. Es ist halt wirklich schwer wieder zurück. Das ist halt das Problem, so 3 gegen 3 Situationen auszuspielen oder sowas, finde ich auf Nuke immer extrem schwer. Ich weiß nicht warum. Weil die Halle ist halt schwer einzunehmen, ist immer schwer einzunehmen und ich finde, die kannst du eigentlich nur richtig gut einnehmen, wenn du schnell einen Go spielst. Weil sobald die CTs sich positionieren, ist das wieder so eine Sache. Genau, das ist der Fall. Ja, ja. Vielleicht sehe ich das auch eine falsche Newcastle wie Sau, aber ich glaube. Echt, warum? Ich weiß, ich mag Nuke nicht. Ich mag Nuke einfach überhaupt nicht. Das ist doch schöner als Inferno. Nee, also Nuke ist für mich. Also ich habe gegen keine Map Maß, ich spiele so Outrain, ist auch in Ordnung. Aber Nuke ist echt. Ist einfach nicht meine Map. Ich mag es einfach nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Kann ich dir nicht sagen. Haben jetzt so eine halbherzige Spar gemacht. Nicht Spar, Kaufrunde. Oh, netter Schuss von Vinci. Da sind echt Dinger bei, das ist schon echt brutal. Das ist wirklich brutal. Also, ernsthaft, ne? Das habe ich gefühlt in den letzten halben Jahren nicht am Brettern gesehen, was hier geteilt wird auf der Rede. Wahnsinn. Wahnsinn. 5-1 aber schon für die Spielhunde. Das sieht gut aus für die Jungs. Also, trotzdem, wenn sie außen schnell spielen, ist die Chance viel höher, habe ich das Gefühl. Nach wie vor. Aber die lassen sich im Forum immer so schön einengen von allen Seiten. Ja. Ich finde, Vorraum ist halt relativ useless. Ich gehst und dann mach es schnell. So wie jetzt. Genau. Aber Overkill lässt sich von der Tür blocken. Und die Tür blockt Overkill. Der persönliche Feind des Overkills, die Tür. Und Nering läuft gegen Wände. Das
ist wie eben, ne? So. Ich bin fast drüber hinweggekommen. Fight! Ehrlich. Mal gucken, ob Gerdes noch ein bisschen Schaden machen kann. Immerhin hat er die Farmers. Einmal Burst in Kopf und dann ist vorbei. Einmal Burst in Kopf und hopp. Dachten wir. Jetzt ist es nur noch Prey, der hört die Steps an der Rampe, wenn er den holt. Ja, aber da kannst du doch nicht im Burst umgehen. Das kannst du doch nicht im Burst spielen. Ah nein, doch nicht auf so einem Minischlitz. Doch. Ja, genau. Hab ich gesehen. Zwei der drei Schüsse in die Wand. Musst halt treffen. Musste springen. War das Redfield? Nein. Redfield hat es gerade alleine auf Silo geschafft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hey, ohne Scheiß. Aber schafft den Jump auch wenig da, ja? Okay. Ja, er war zwischenzeitlich auf KZ-Maps. Hat geübt. So, okay. 6-1 jetzt. Ein normales Ergebnis im Moment eigentlich. Ja. Noch der. Oh, schöne HE dagegen Gerdes. Vielleicht gibt es den Halle-Go. Sieht so aus. Gut aufgestellt für die Halle. Flashes kommen übers Dach. Bandenflash. Noch eine Bandenflash. Und Prey rennt raus. Rennt direkt short. Der guckt halt nicht hinterm Schaden. Teamkill von Spotlight. Trotzdem noch. 3 gegen 2 Situation jetzt. Nur durch den Teamkill von Spotlight. Und Impi kommt von hinten. Könnte eine anale Penetration werden. Jemand achtet drauf. Auf den ersten. Eigentlich sofort zum Bombenleger gehen müssen. Machen aber trotzdem noch den Frag. Sehr schön. Bombe aber gelegt von Team KR. Schon mal extrem wichtig. Dazu kommt dann noch der Loser-Bonus. Sollten kaufen können. Ja. Machen sie auch. Schöne HE da wieder in der Lobby. Die rechnet halt immer wieder Schaden an. Ich weiß nicht, sie stehen halt. Mittlerweile sollten sie es wissen, dass da eine HE reingeflogen kommt. Pinchy. Netter Schuss. Ja, der geht dann auch irgendwann mal rein. Vom Timing her, eigentlich. Boah, was ist denn hier los, Mann? Das ist doch nicht mehr feierlich, was hier für Bretter fliegen. Junge, da kann jeder Baumarkt sich was von abgucken. Das war auf jeden Fall keine Game-Server, worauf die spielen. Krass, 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 krass. Also trotz des krassen Headshots da noch von der Ring. Gut. Aber, keine Ahnung, sie sind ja nicht einmal nur am Spot. Das ist jetzt, glaube ich, schon das zweite, dritte Mal, wo sie diese Bombe gelegt bekommen. Mal abgesehen von der Pistole. Aber irgendwie kriegen sie einen Spot nie gehalten. Doch gar nicht so einfach eigentlich. Aber es hat das Problem, was KR auf vielen Maps eigentlich hat. Die kommen immer gut drauf und die Fracks sitzen eigentlich, aber der Abschluss fehlt. Ja. Die machen das nie komplett safe. Ja. Vinci kriegt da in der Main richtig Damage. Ah, Nering macht den Speedy Move. Was ist denn der Speedy Move? Wir aufnaden, auf das Silo-Ding gehen und One-Shot verteilen, für den der Main steht. Achso, ja klar, kenne ich, mache ich auch immer so. Klappt in 90% der Fällen. Unten schon durch, da treffen wir gleich auf Faker. Verrät sich. Ey, ernsthaft, ne? Also die cheaten doch alle.
Das ist doch nicht wahr. Das ist doch Wahnsinn. Ich gerade auf. Mann, das ist schon wieder so ein Ding, Junge. Eins nach dem anderen. Und dann sowas! Und dann sowas! Overkill, halt Free Frag, ne, den will ich nicht. Das ist mir zu einfach. Der ist zu einfach. Nö. So brauche ich mein Aimbot gar nicht aktivieren. Will ich nicht. Krass, 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 krass. Ja, aber jetzt endlich mal der Diffuse auch. Der Diffuse ist schon. Der Bombenplan durchgekommen. Zweite Runde und die ist jetzt auch wichtig. Also wir brauchen aber direkt die Folgerunde. Alles andere wäre für den Arsch. Wortwörtlich. Wieder Lobby eingenommen und dann werden sie es wieder langsam spielen. Ja, das ist halt, weiß ich nicht. Du hast als CT immer den Vorteil, wenn die Tür aufgeht und dich einer abaimt, habe ich zumindest das Gefühl. Also wenn dich, die Tür komplett auf ist, hast du auch einen Vorteil, aber wenn da ein Loch in der Tür ist, ja, dann nicht. Ich rede nur davon, wenn die Tür aufgemacht wird, weil Nering hat ja gerade die Tür aufgemacht und meiner Meinung nach hat der CT immer den Vorteil beim Aiming, weil er halt einen kleineren Radius hat einfach, den er abaimen muss. Ja. Schön jetzt von Overkill Undercat. 3 gegen 4. Die AE hätte halt auch eigentlich treffen müssen, ne? Obwohl, ja, doch. Der macht ja alles, der macht ja auch stark. Aber Hauptsache Headshot. Ja, Hauptsache Headshot. Und Hauptsache Vinci verschießt. Macht aber den zweiten, macht er den auch noch. Ja. Overkill rafft nicht, versteht. Headshot. Stark, stark, stark. Also es ist aim-technisch wirklich, wirklich stark. Overkill gleich Headshot? Wegen Spotlight? Ne, andersrum. Wahnsinn. Headshot? Also es ist echt eine Headshot-Quote. Das ist Wahnsinn. Bombe. Down, glaube ich. Er ist down nach wie vor. Zwei Frags bei Gerd ist diese Runde. Da liegt er doch, Junge. Macht er gut. Schafft er noch so? Jetzt weiß er, wo er kommt, er verwirrt sich. Ei, ei, ei. Hauptsache Headshot. Pass auf, Headshot, ja. Es wird wieder wahrscheinlich ein Überding werden von Impi oder sowas. Ja, jetzt muss er vor. Das ist gar nicht so einfach auszuspielen. Oh. Kein Headshot. Ja, das Junge, Junge, Junge. Da macht er es aber nochmal spannend. Aber wichtig, dass sie die Folgerunde holen. 8 zu 3. Sehr, sehr wichtig für Team KR. Geld ist jetzt auch in Ordnung noch. 6k bei Gerdes, der wird legen können. 2,9 immer noch bei Redfield. Okay, das hat sich gerade geändert. Es geht noch. Es geht noch alles auf jeden Fall. Hunde macht eine Eco, außer Taku hat sich irgendwas geholt. Weiß aber nicht was. Was? Ich sag da nichts mehr zu. Warst du drauf? Nein. Ich auch nicht. Ich hätte es gern gesehen. Das ist einfach ein pures Headshot-Festival hier. Also es ist der Wahnsinn. Was Aim-Tech. Es ist vielleicht spielerisch nicht das krasseste, aber es ist halt zwei Teams mit echt gutem Aiming. Mit richtig gutem Aiming. Da brauchen sie sich auf keinen Fall zu verstecken. Weder Spürhunde noch Team KR.
wirklich stark. Ne? Vier Runden ist ja schon mal gar nicht so schlecht für Kaya. Das muss er doch aufbauen können. Sagen wir noch ein, zwei Runden, dann wäre das schon optimal. Fünf Runden als T ist schon vollkommen in Ordnung. Da kann man auf jeden Fall zumindest drauf aufbauen. Sollte man haben. Das könnte machbar sein für die Jungs. Und das ist definitiv auch die letzte Buy-Round für die CTs, sofern sie jetzt hier die Runde verlieren. Wieder langsames Spiel bei KR. Wieder auch nicht über Außen. Also versuchen es dann nach wie vor über Halle. Da steht immer einer, der zwei oder drei Leute umzieht. In dem Fall Spotlight. Wieder zwei. Der war jetzt down. Ja, und Vinci auch schon da. MP auch. Also ich weiß nicht, mit dem Heilen Go tun sie sich irgendwie überhaupt keinen Gefallen. Sie kriegen den Spotspieler nie weg. Überhaupt nicht. Es gibt wieder ein paar Leute, die flamen ganz schön hart im Chat. Ja, ich sehe es auch gerade. Ganz kurz. Ich merke mal ein paar Leute hier. Ach, ich hatte wirklich manche Leute rausnehmen, ne? Ja, das ist schon krass. Das hat auch nicht so viel mehr sonst was zu tun. Das ist einfach lächerlich. Das sind halt die Leute, denen das Spiel halt überhaupt nicht nahe liegt oder sonst irgendwas. Muss ja gleich mal nachschauen. Egal, letzte Runde, jetzt probieren sie es nochmal schnell in der Halle rein. Aber warum? Weiß ich nicht. Das machen sie halt die ganze Zeit. Sie spielen viel zu wenig über außen. Ich meine, L4, okay, das geht noch so gerade. Aber. Pff. Keine Ahnung. Also da wäre mehr drin. Viel, viel mehr drin. Also, für alle, die im Chat meinen, sich daneben benehmen zu müssen, macht euch keine Sorge, das dauert nicht lange. Also, ich weiß nicht, was ihr für ein Untermenschenniveau habt, anders ist das nicht mehr auszudrücken. Aber gut, macht es einfach so. Ja, vier Runden, das passt. Jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. Richtig. Wäre nur ganz schön, wenn Miep oder sowas da wäre, der sich ein bisschen drum kümmern kann. Ich kann halt nicht alles machen gerade. Wieder zumindest ein bisschen aufs Spiel kurz sehen. Wieso hat er eigentlich einen Glock? Ist der Track? Dragon Tattoo? Darf ich ihn dafür schlagen, den MP? Die hab ich doch auch. Oder? Ein Stat Track? Nee, Quatsch. Aber der hat doch auch keinen und das wieder GoTV. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja wieder Bug. Ich seh schon. Also, ich sag mal so, wenn die Jungs hier die Pistole holen, dann wird das natürlich. Mega schwer. Aber Redfeed steht da ganz gut. Und Gerd, oh, Gerd ist auch direkt hinten dran, wenn die jetzt wirklich runtergehen, aber das glaube ich nicht. Boah, Prey, nette Shots. Prey kann gleich Probleme kriegen, fängt schon bei der Leiter an. Map Control ist eigentlich noch da, zumindest bei KR, aber ja, gut, Vinci ist aus mit dem Frag. Boah, Taco Undercat, Defrag. Und da darf Prey eigentlich nicht fallen. Und auch Redfield fällt. Jetzt gehen sie überall einzeln. Suchen sie wieder überall einzeln die Duelle. Schacht rein da. Overkill eigentlich noch mit einer guten Position. Ist aber, glaube ich, so gecallt worden. Ich meine, die hätten den Step gehört.
Das kann ich nicht. Boah, Vinci mit dem nächsten. Jetzt ist noch Gerdes. Macht einen. One on two. Der Spieler auf dem Cat müsste gekotzt sein. Eigentlich auch der im Schacht. Den müsste Redfield eigentlich eben gesehen haben. Bombe liegt aber ganz gut eigentlich für Gerdes. Er weiß doch, dass Cat ist. DevKit liegt doch da. Ich dachte, er hätte. Oh. Ja, 2 Sekunden. Den Versuch muss er starten noch. Ja, da kann er nichts machen. Schade. Guter Versuch von Gerdes, das musste er so machen. Hätte er halt ein bisschen, ich weiß nicht, ob er es gedacht hat, er hätte das gepickt. Das DevKit muss er auf jeden Fall am Anfang haben. Jetzt wird es natürlich steißend schwer für Team KR. Kommen sie Rampe leicht durch. Schade. Overkill das holt, dann brauchst du dich dann. Ja, schön. Also wieder so ein Headshot. Ja, das sieht alles nach einer dritten Map aus. So, jetzt sollte es auch wieder gehen. Jetzt ist auch wieder ein bisschen Ruhe im Chat. Unter Menschenniveau hat sich halbwegs verabschiedet. Gut, Koki ist noch drin, aber der Rest ist zumindest weg. Ne, Koki? Richtig, ich bin der einzige Untermensch, der da sein darf. Und darauf bin ich auch stolz. Ja, sehe ich auch so. Schnell jetzt außen durch hier fahren. Ich finde aber gut von KR, dass die jetzt nicht wieder so einen Scheiß machen wie auf Mirage. Du meinst so ein Force Buy oder was? Ja, so ein Force Buy oder das Nering irgendeinen Scheiß. Guck mal, Overkill. So. Oh, Anna penetriert. Ja, aber wenn er noch was länger wartet, dann macht er beide. Niemals hätten sie damit gerechnet. Niemals. Ja. Der Ring noch da, aber. Wieder hat der erste Schuss im Kopf. Aber auch hier Gerdes wieder. Richtig krasser Shot, der erste. Dann geht er down. Gegen Taco. 14 zu 4. Also, das wird dann wirklich schwer, das noch zu holen. Alles andere. Also, wenn doch, dann Respekt an die Jungs von KR. Aber sind wir ehrlich. Das sieht schlecht aus. Schwer, ja. Das ist schon. Das kommt halt jetzt drauf an, ne? Ja, man, wie war's? Also, bei KR bin ich mir ja nicht sicher. Eben nach Mirage, ne? Seitdem. Ich glaube aber, dass sie die Map aufgegeben haben. Ich denke auch fast. Ich denke es auch fast. Ich meine, das ist auch nicht schlimm. Wenn das so eine Situation ist, sollte man sich dann noch auf die nächste Map konzentrieren. Findest du? Ja. Ich bin da irgendwie immer anders eingestellt. Ja, du kannst halt, wenn du da jetzt schon 14, wenn es jetzt 14 hier steht, da kannst du halt nicht so einen kompletten Fokus mehr darauf legen, weil da bist du schon ein bisschen tilt. Das Problem ist eigentlich meistens so, dass wenn nur einer die Kopfsache hat, sprich nach dem Motto, ja, wir können das nicht mehr holen, dann reicht das eigentlich schon aus, um das Match zu verlieren. Wenn der dann irgendeinen Fehler macht, dann geht er zurück, selbst wenn der Rest noch fokussiert ist. Das können dann nicht mehr holen. Und das ist die 15. Runde für die Spürhunde. Oh, kein Headshot. Trey noch mit 14 AP. Also ich finde, so eine Map kann man dann ruhig mal aufgeben, schon vorher. Lieber auf die nächste konzentrieren.
Ich hab Miet mal Bescheid gesagt. Okay. Miet hat sich gerade ein bisschen gekümmert darum. Vielen Dank, Miet. Und dann können wir uns auch mal wieder vernünftig aufs Spiel konzentrieren. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit den Chat lesen, wer als nächstes gebannt wird, weil er irgendwelche Fäkalsprache in der zweiten Klasse letzte Woche gelernt hat. Weil ich finde es gut, dass du da so konsequent bist. Ja, ich. Machen auch nicht viele. Sobald ich auch nur eine Beleidigung höre, kriege ich echt Hass. Ich mag es einfach nicht. Das ist nicht der Sinn der Sache. Sondern wir wollen ja unterhalten, wir wollen was zeigen. Wir setzen uns hier 13 Stunden hin, um Leute zu unterhalten. Wem es gefällt und gefällt es, wem nicht, dem kann ich leider nicht helfen. So stream ich nochmal, so stream Knochen, wenn er seinen Stream macht, den auch nicht jeder gefällt. Natürlich hat Knochen eine große Base, was auch verständlich ist bei der Erfahrung, bei der Klasse, die der hat. Aber entweder findet ihr euch damit zurecht und guckt es, oder ihr lasst es und lebt damit. Es geht leider nicht anders. Sehr schön. Also, wenn sie das jetzt doch noch biegen, mein Guter, dann kriegst du einen Burger auf den Finals. Was für einen? Ein Triple Whopper. Okay. Okay. Ich schreib Nering kurz an. Nering, mach mal Triggerboard an. Nee, ich sag Nering, mach Enro-Hack an. Dann läuft schon. Dann läuft schon. Mach den Speedy. Jetzt gehen sie zu fünft über außen. Oh, die Nathan Oh, nicht so böse. Sieht immer so krank. Oh, was? Headshot. Wundert mich total, dass da mal Headshot fällt. Der nächste Headshot. Aber da, in so einer Situation kann Redfield sich doch nicht hinstellen und eine Granate ziehen. Ich weiß nicht, was er da macht. Suizid. Ja, so ungefähr. Suizid, guck mal. Oh, die Nate war gut. Ja, die war schon besser. Also die Runde ist auf jeden Fall trotzdem noch holbar. Auch wenn Unterzahl ist, aber drei Leute mit Low AP. War Fake Hard mit Eagle, das kann böse enden. Catch-Spieler wird halt wichtig, Gerdes, der kriegt da richtig Fahrt. Was machst du jetzt? Ich kann nur Halle zurückgehen. Gerdes! Er will halt kämpfen. Ja, aber das ist halt Unsinn. Er hat Glück gehabt, dass er da nicht fällt. No. Jetzt machen sie noch Spiel. Er hat wieder. Und da darf er nie wieder rumsteppen. Da darf er aber nicht mehr rumsteppen. Nie wieder. Ja, ist doch so. Einbuddeln soll er sich da, einbuddeln. Dann landet er in der Main. Wäre aber auch keine schlechte Idee, eigentlich. Wo landet der denn in der Main, wenn der sich oben am Cat einbuddelt? Was hast du denn für eine Map? Wer sich da jetzt einbuddeln würde, würde er ein Loch buddeln. Und dann wird er auf den Boden fallen. So. Er würde aber eher an der Cat. Ach, egal. Oder unterer Spot. Nächste Runde für Team KR. 15 zu 6. Weiß nicht, das führt mich. Würde mich nicht überraschen, wenn da jetzt irgendwie noch ein Dwarf rauskommt. Ja. Es wäre auf jeden Fall. Wird halt zum heutigen Tag passen. Zum heutigen Tag passen, ne? Würde ich auch sagen. Also ist ja nichts Neues dann so weit. Redfield hat endlich wieder eine AWP, wie ich das gerade gesehen habe. Okay. Wir gehen zu dritt, Cat, aber Rampe wird angespielt. Alter! Was Vinci da außen gerade schon wieder für ein Brett drückt, ne? Oh, Hits gegen Redfield. Schöner Support da von Impy. Das machen sie sehr, sehr gut. Spüren. Und den Step hat er gewählt. Der macht ihn nicht. Nering macht ihn. 3 gegen 3. Jetzt wird das schon wieder spannend. Oh! Wieder ein Headshot gegen Faker. Nering, 9 AP. Schon fast unbrauchbar noch diese Runde. Am Abgang. Runde. Ja, das ist wichtig auf den Oberspot. Der Move wieder gut. Headshot. Ich weiß nicht wie, aber Gerdes Move das wieder richtig gut an der Smoke. Er spielt das richtig da. Gut. Es ist richtig sensationell. Gut. Es ist sensationell gut gespielt. Und jetzt muss eigentlich. Oh Nering, mach doch nicht so einen Krach. Das ist doch Joker-Posi, was machst denn du? Bleib da stehen. So, MP will jetzt Nering und das macht er. Das ist clever. Aber Nering. Macht das schlecht. Jetzt kommt's auf das One-on-One. Und!
Oh mein Gott, oh mein Gott. Und Prey veraped. Und damit sehen wir die dritte Map im Finale. Wie bitter ist das denn? Aber das haben sie komplett verschenkt. Also, keine Ahnung. Sie haben 5 T-Runden abgegeben, 2 CT-Runden geholt, nur 4 T-Runden geholt und wie gesagt, einfach viel zu wenig über Außen gespielt. Anders, weiß ich nicht. Also ist meine Meinung einfach bei dem Ganzen. Die Halle Ghosts klappen einfach nicht bei ihnen. Sie hätten auf jeden Fall viel, viel mehr über Außen spielen sollen. Das hat eben schon zu Problemen geführt gegen die Bears. Bears war es, ne? Ich glaube, ja, Bears war es. Und war jetzt eben auch nicht viel besser. Ihr bekommt natürlich mal wieder den wundervollen Pause-Screen. Und so lange gibt's Musik und wir melden uns dann wieder. Auf jeden Fall mit der allerletzten Map für heute mit De Inferno.